Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Andruck der Pressetalk. Und wir haben turbulente Wochen hinter uns und vor uns. Die SPD ist jetzt in Verhandlungen mit der CDU. Seit Freitag wird gesprochen. Mal sehen, was rauskommt. Der Parteitag war ja ziemlich knapp, 56,4% dafür. Aber der Mitgliederentscheid fehlt noch ganz am Ende. Und alle zittern so ein bisschen. Was ist los? Was ist überhaupt los in der SPD? Wollen die diesen Vorsitzenden noch? Schafft er das? Kann er das durchbringen? Wird es am Ende eine große Koalition geben oder doch Neuwahlen? Fragen über Fragen, darüber wollen wir diskutieren heute mit Daniel Goffert vom Focus. Herzlich willkommen. Norbert Wallert von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. So ist es. Herzlich willkommen. Hallo. Da lächeln wir beide immer. Und Winfried Volz von der Rheinpfalz in Ludwigshafen. Immer dieselbe Frage. Wie ist es denn? Sind Sie guten Mutes, dass das was wird jetzt? Oder knallt es demnächst doch wieder? Nein, die quälen sich durch bis zu einem Koalitionsvertrag. Und es wird kein Vergnügen für alle, auch nicht für uns als Beobachter. Es wird noch hin und her verhandelt. Aber ich gehe davon aus, dass es am Ende einen Koalitionsvertrag gibt, der auch bei der Basis der SPD Anklang findet, wenn auch wahrscheinlich nicht in der Höhe wie vor 4 Jahren, da waren es ja über 70%. Sie haben keine andere Wahl. Neuwahlen ist doch eine Wahl. Ja, das schon. Rein theoretisch ist Neuwahl eine Wahl, aber Andrea Nahles hat das auf dem Parteitag ja sehr deutlich gesagt. Was werden denn die Bürger fragen, die SPD? Wollt ihr wirklich nur regieren, wenn 100% eures Programms durchgesetzt werden? Das kann keiner mehr glauben und deswegen ist die SPD voller Angst, was Neuwahlen angeht. Und sie werden auch Zugeständnisse machen müssen. Auch die Unionsseite wird Zugeständnisse machen müssen. Da gibt es auch sehr starke Kräfte, die regieren wollen. Und ich bin zuversichtlich, dass es einen Koalitionsvertrag gibt. Sie auch? Ich denke im Endeffekt auch, aber die Problembeschreibung sehe ich etwas anders. Ich glaube schon, dass es bei der SPD eine nicht rational begründbare Sehnsucht gibt, aus diesem ganzen verhängnisvollen Regierungsbündnis mit Frau Merkel auszusteigen und einfach mal sich eine Zeit lang in der Opposition zu erholen. Wovon denn? Von der Tatsache, dass sie in den Jahren mit Frau Merkel immer weniger geworden ist. Die SPD hat ja sozusagen, leidet ja an Schwindsucht. Frau Merkel scheint ja irgendwie die Luft zu nehmen, auch dadurch, dass sie halt programmatisch viele Dinge übernommen hat, die eigentlich so ein bisschen bei der SPD verortet waren. Und alles, ich meine, Thema Mindestlohn, um mal eins zu nennen, ist sozusagen jetzt auch ein, auf der Guthabenseite von Frau Merkel. Also sie hat es geschafft, durch ihren Kurs der Modernisierung und der Mitte und auch des sozialen Ausgleichs der SPD viel wegzunehmen. Und die Wahlergebnisse zeigen das ja auch. Viele Leute wissen gar nicht mehr, warum sie die SPD halt wählen sollen. Sie wird halt immer weniger. Und aus diesem Grunde kann ich das nachvollziehen, dass es viele gibt, die sagen, das macht keinen Sinn, da weiter zu regieren. Wenn wir jetzt noch 4 Jahre mit Frau Merkel machen oder 3 oder 2, dann landen wir am Ende bei 15%. Und viele haben ja auch dieses warnende Beispiel der Sozialisten in Frankreich vor Augen, die den Präsidenten stellten mit Monsieur Hollande und dann bei der Wahl 9% hatten. Ja. Also der Absturz war furchtbar und das kann der SPD durchaus auch passieren. Aber wohin soll sich die SPD denn entwickeln? In welche Richtung? Rechts, links, Mitte, zurück, vorwärts? Ja, also ich warne davor zu glauben, dass man sich in der Opposition wirklich regenerieren könnte. Also ich meine, die SPD, ich teile nicht ganz die Sicht, also Herr Goffert hat das ja nur referiert, die Sicht, die es auch in der SPD gibt, dass man unter Merkel so gelitten hat, dass man immer weniger wird. Wenn man schaut, als die SPD in der Opposition war, zwischen 2009 und 2013, also das war jetzt nun auch nicht gerade eine Wiedergeburt da in der Opposition. Hat sich auch nicht viel getan. Da ging der Trend eigentlich weiter. Und wenn man dann auch schaut, ich finde, das anzuknüpfen an Frau Merkel ist einfach viel zu kurz gesprungen. Wenn Sie schauen in Europa, sozialdemokratische Parteien haben vielerorts erhebliche Schwierigkeiten. Nicht nur in Frankreich, auch in Österreich, in Holland sind die bei unter 10% gelandet. Sozialdemokraten sind ja immer Vertreter eines beherzten Kompromisses, wenn man den selbstbewusst vertreten kann. Und dieser Spagat, der dafür erforderlich ist, einerseits so grundlegend marktwirtschaftlich kapitalistische Rahmenbedingungen zu akzeptieren und andererseits den sozialen Zusammenhalt zu garantieren, dieser Spagat fällt Sozialdemokraten immer schwerer.
weil sie für die globalisierte Zeit, glaube ich, immer noch sich schwer tun, ein theoretisches politisches Konzept auf die Beine zu stellen. Deswegen meine Frage, wohin sollen die sich denn entwickeln? Ja. Links, rechts, Mitte? Ich finde, die SPD würde anders dastehen, wenn sie sich zu ihrer eigenen Tradition bekennen würde. Und zum Beispiel das Trauma der Agenda 2010 eben nicht so behandeln würde, wie sie es behandelt, nämlich als irgendwie Schandfleck ihrer eigenen Geschichte, sondern sich dazu bekennt, dass damals auch Grundlagen gelegt wurden, die mit dazu beitragen, dass es uns heute ziemlich gut geht. Ja, aber das wollen die Leute nicht hören. Ich glaube, das ist auch so ein Kern des Problems, dass halt die Spaltung, die man ja sieht letzten Endes, und 56% für den Vorsitzenden, eine Situation, wo es spitz auf Knopf steht, wo der gesamte Vorstand praktisch auf Knien die Partei angebettelt hat, wo Oberbürgermeister, Gewerkschaften, also viele Meinungsträger auch innerhalb der SPD gebeten haben, diesem Kurs zu folgen. Und in so einer Situation nur 56% zeigt im Endeffekt eine Zweiteilung der Partei. Und ich glaube, das ist auch das Problem, worunter die SPD seit langem leidet, dass es einen Teil gibt, den linken Teil, der sagt, wir wollen eine linke, auch schon eine linke Volkspartei werden. Und dann eben auch diese Diskussion, die ja gerade heißt, sozusagen diese linke Sammlungsbewegung aufbauen. Das heißt, irgendwann eine rot-rot-grüne Perspektive haben. Und die anderen, die sagen, nein, das geht nicht. Wir wollen Mitte bleiben und sozusagen versuchen, diesen Kurs der Mitte mit modernisierter Sozialpolitik fortzusetzen. Das scheint ja auch ein Generationskonflikt zu sein innerhalb der Partei. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es die Jung gegen Alt ist. Es ist links gegen rechts. Aber was ist links in der Partei? Wohin sollte die Partei denn gehen, wenn diejenigen sagen, wir müssen weiter nach links? Da ist die Linkspartei. Wohin wollen die denn, die SPD? Ja, die Frage zielt ja darauf ab, wie sich die Partei programmatisch aufstellt. Ich will mal eine andere Frage, ich komme noch drauf, aber ich will eine andere Frage stellen. Diese irrationale Angst vor Merkel, die ja fast schon ins Dämonische geht, die hat mich immer wieder verwundert bei der SPD, wenn man mal betrachtet, mit welchem Personal die SPD gegen Frau Merkel angetreten ist. Steinmeier. Warum soll man Steinmeier wählen, wenn es Merkel gibt? Per Steinbrück, Mensch gewordener Widerspruch zum Wahlprogramm. Martin Schulz, Europa, klasse, aber Innenpolitik, tiefgründige Sachen habe ich von ihm nicht verstanden, nicht gehört. Auch der Wahlslogan, Zeit für mehr Gerechtigkeit, hat er nicht mit Inhalt füllen können. Vielleicht liegt es ja auch am Personal und nicht unbedingt an der programmatischen Ausrichtung. Die SPD ist eine Volkspartei, sie muss einen großen Bogen spannen. Sie muss die Leute mitnehmen, die auch in der Mittelschicht leben, die jetzt vielleicht keine Arbeiter sind. Im Übrigen, Facharbeiter, ich komme aus Ludwigshafen, BASF, ein guter Facharbeiter verdient richtig gutes Geld. Und da ist eben auch die Frage Mindestlohn, die interessiert den überhaupt nicht. Der sagt, ich finde es gut, ja, Mindestlohn, wird Zeit, dass er kommt, aber das betrifft mich nicht. Warum soll ich SPD wählen? Was muss die SPD denn machen? Also ich denke immer so 1959, Godesberger Programm, das war eine Wegscheide. Da hat die SPD gesagt, wir gehen weg vom linken Gedankengut und wandeln uns mehr zur Mitte oder zu einer quasi kapitalistischen, sozialdemokratischen Partei, soziale Marktwirtschaft, da gliedern wir uns ein. Und jetzt soll das Rad wieder zurückgedreht werden? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Naja, wir kreisen ja alle drei den Sachverhalt ein, dass die Gesellschaft sich immer mehr Milieus aufspaltet, die miteinander ziemlich wenig zu tun haben. Das ist Stadt und Land zum Beispiel, das ist aber auch Industriearbeiterschaft und Leute in prekärer Beschäftigung oder in Teilzeitbeschäftigung oder befristeter Beschäftigung. Alles abzudecken wird für Volksparteien immer schwieriger. Und die SPD kommt in einen Spagat, den sie nicht leisten kann, wenn sie, ich glaube, das muss man akzeptieren, sie kann nicht für alle alles versprechen. Insofern muss sie sich strategisch die Frage stellen, noch linker zu werden, wo da sozusagen die Marktlücke ist. Ja, da gibt's einen Mitbewerber, der per se immer linker ist als die SPD. Also zu glauben, wir gleichen ein Manko auf der linken Seite aus, passiert immer, das kann nicht gut gehen, weil immer jemand ist, der dann wahlweise noch weiter. Mindestlohn 10, ja, es wird immer jemand, die Linke sagen 12, genau, und so geht's weiter. Genau, die Linke kann immer noch einen Schritt weiter nach außen gehen und das Manko wird wieder neu entstehen. Insofern, die SPD muss schon Angebote machen, würde ich sagen, für die Mittelschicht der Gesellschaft. Ja, das hat sie immer dann ausgezeichnet, wenn sie auch Erfolge gehabt hat. Und ich glaube auch,
teile das, was Herr Volz gesagt hat. Politik muss praktisch werden. Ich glaube auch, dass der Erfolg der Großen Koalition, wenn er möglich ist, sich an ganz praktischen Dingen bemisst. Nicht an Fragen des Mindestlohns, auch nicht an Fragen, wahrscheinlich noch nicht mal an Fragen der Migration, bestenfalls wie man sie im Alltag bewältigt. Politik muss, das ist auch ein Ratschlag an die SPD, muss einfach handgreiflich werden. Also wenn zum Beispiel nach den 4 Jahren die Bürger merken, dass der Ausbau der Breitbandverkabelung, schnelles Internet, Handyverbindung, dass das praktisch vernünftig geregelt wird. Innerhalb von 4 Jahren kann man das stemmen, dass das in meinem Alltagsleben ankommt. Dass junge Familien merken, dass die auch auf dem Land die Versorgung mit Ganztagsschulangeboten und Kitaplätzen funktioniert. Also dass man sagen kann, in meinem Leben tut sich was ich nachvollziehen kann in dieser Politik. Dann wird Politik erfolgreicher für die Parteien. Und ich glaube, bei der SPD hat man schon oft den Eindruck, dass sie über Dinge reden, die in der Bevölkerung nicht so richtig auf der Seele liegen. Zum Beispiel glaube ich nicht, also einer der 3 Punkte, die SPD hat ja nur 3 Punkte jetzt aufgemacht, wo es ganz wichtig sein soll, nochmal in Nachverhandlungen Erfolge zu haben. Einer der Punkte ist diese Regelung beim Familiennachzug für die Untergruppe der nur subsidiär Geschützten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in der Kernwählerschaft der SPD das jetzt einer der 3 wichtigsten Themen ist. Die meisten wissen auch gar nicht, was das ist, habe ich so den Eindruck, aber wie es denn nun weitergeht mit der SPD, wohin die SPD gehen soll, darüber diskutieren wir nach einer kurzen Werbepause weiter. Bleiben Sie dran.